Ja, Pocoyo, Pato und Elli. Hallo ihr alle zusammen. Hallo. So, und da ist eine Verkleidungskiste. Mhm. Und was wollt ihr heute machen? Weiß es vielleicht einer von euch? Verkleiden. Ja, Kleider, ja. Oh ja, was für eine gute Idee. Märchen. Was? Du willst, dass ich euch ein Märchen erzähle? Ach so, und ihr spielt die Märchenfiguren. Ja, das wird ein Riesenspaß. Zumal ich ja ein wirklich guter Märchenerzähler bin. Nun denn, alle auf eure Plätze. Es war einmal in einem fernen Königreich. Dort lebte ein tapferer junger Prinz. Oje. Halt. Stopp. Der Prinz hat immer eine Krone auf. Kann mir einer von euch sagen, wer von unseren Freunden der Prinz ist? Pocoyo! Natürlich. Tut mir leid, ihr beiden. Also, wo war ich stehen geblieben? Ach ja, dieser junge Prinz hieß Prinz Pocoyo. Hurra! Und er war sehr mutig. Und sehr gut aussehend. Und stark. Sehr stark. Natürlich, klar. Jedoch, dieser Prinz war nicht alleine in diesem Königreich. Oh nein. Dort lebte ebenfalls eine schöne Elefantenprinzessin. Sie hatte... Nein, keine Vögel. Danke, Baby Pieps. Vielen Dank. Also weiter. Sie war ohne Zweifel das schönste und charmanteste Geschöpf im ganzen Märchenreich. So zierlich und hübsch und, stark. Das war sehr beeindruckend, Ellie. Das ist zwar nicht so ganz die Geschichte, die ich erzählen wollte, aber aber eine Prinzessin, die Gewichte stemmt, passt auch ganz gut, ja, wirklich. Also, wo waren wir? Die zierliche und zarte Elefantenprinzessin liebte den Prinzen. Und der Prinz liebte sie. Naja, das läuft doch gar nicht so schlecht. Aber sie war schrecklich unglücklich, denn sie durfte nicht mit Prinz Pocoyo spielen, weil eine verrückte Ente sie nicht ließ. Es war eine grausame und... Pato? Komm, Pato, komm, du mach schon. Du sollst hier der Bösewicht sein. Schau, ich verspreche dir, beim nächsten Mal bist du der Prinz. In Ordnung? Bitte. Ich habe es versprochen. Gut. Also, diese verrückte Ente war wirklich grausam und verrückt. Noch ein bisschen verrückter? Geht's vielleicht noch ein bisschen verrückter, Pato? Ja, das ist perfekt. Danke, Pato. So wie er den herannahenden Prinzen sah, beschloss er, ihn für immer zu verjagen. Und zwar wollte er ihn mit einem schrecklichen, fürchterlichen, feuerspeienden Drachen erschrecken.
Der Drache sprang auf den jungen Prinzen zu und begann, ihn zu küssen. Oh je. Aber, also, macht nichts. Danach war die verrückte Ente so wütend, dass sie ihren besten Krieger ausschickte, den schlafenden Ritter und seine schreckliche Armee. Oh, schon wieder Babypieps. Hallo. Dieses Mal war Prinz Pocoyo umzingelt. Es gab kein Entrinnen. Was konnte er tun? Alle zu einem Picknick einladen? Geht denn das? Alle zum Schlafen in sein Bett legen? Aber die verrückte Ente war so wütend darüber, so überaus wütend, dass sie... Ihre Blumen was? Und die Elefantenprinzessin fuhr auf ihrem Roller Slalom. Elli, das ist aber nicht... Und Prinz Pocoyo flitzt mit seinem Auto durch die Gegend und die verrückte Ente kaufte sich einen Kanarienvogel wartet mal einen Augenblick. Jetzt hab ich's. Ja. Es war einmal vor gar nicht langer Zeit, da gab es ein paar gute Freunde, die einfach nur zusammen spielen wollten. Was für ein schönes Märchen. Und noch dazu ist es wirklich wahr. Es leben die Märchen und die Freunde und das Spielen und alle. Macht's gut. Bis bald.